Jo, hey, willkommen, mein Name ist Aniro LP und ich bin gleich zurück zu Let's Play Tales of Zestiria. In der letzten Folge haben wir die Stadt, wie hieß sie nochmal, Lastonbel, Kunsthandwerkstadt, erkundet. Und ich habe wieder offscreen trainiert, ich habe gestern ja nur ein paar aufgenommen. Und wir holen uns jetzt wieder ein Level ab. Das hört sich komisch an. Komm her, mach mal schnell. Buff, mach mal ganz schnell. Fiery Sickle. Boom, weg mit euch. Boom, weg mit euch. So muss das. Uff. Und der Aufstieg. Neue Art, neue Art. Mikleo, Edna und... Mikleo, Edna und... Daisel, mein Gott. So. Schneefall, das ist eine Dingensart. Oder? Ja. Ja, von euch sehe ich natürlich nicht. Strata Shield. Okay, cool. Spiralschlag ist auch eine Art. Ich weiß, die heißen anders, verborgene Art oder steckte geheime, was weiß ich, Arts, aber ich nenne die immer Arts. Das sind die, die ich auf X-Knopf habe. Oder standardmäßig auf dem Kreisknopf. Ich weiß nicht, ob natürlich jeder seine Steuerung umgeändert hat. Ich habe natürlich die Steuerung umgeändert. Normalerweise werden diese ganzen normalen Angriffe, sag ich mal, auf Kreis. Und ich habe sie ja auf X umgestellt, deswegen. So wie in Tales of Crisis F, wo die A-Arts und die B-Arts waren. Und prüfen? Ja. Hallo? Ja, war was. Großer Glockenturm von Lastonbel. Daher kommt wahrscheinlich der Name, ne? Der Glockenturm. そう、ラストンベルの名物。歯車がバーって動いてね。金の音がそんな風に見えないけど。牢城用に隠してある。もともとここは砦として作られた場所だから。それで城壁に囲まれてるのか。この鐘楼も元は呪しだいだ。そんな過去が面白いな。全く男どもは注目するとこ違いすぎ。でも面白いですわよね。 Genau. Große Maschinen. Muss ich mal ganz gut gucken. Haben wir Entdeckung? Bis jetzt noch keinen verpasst. Nummer 24, 23, 22, 21. Anscheinend noch nicht. Cool. Nicht gut. So, wo gehen wir hin als jetzt den Dauernspeicherpunkt? Da wird wahrscheinlich wieder ein Skit kommen und so. Gehen wir weiter. Wollen wir uns ja ein bisschen hier in der Stadt umschauen. Also sorry, ich wollte sich in der Stadt umschauen. Das ist eigentlich mit dem Krieg, der vor einer Weile ausgebrochen ist. Schweichpunkt ist weg. Was redet ihr? Ja, ne, da könnten wir vielleicht einen Herrscher des Landes oder so finden. Oder jemanden, der sich bereit erklärt, einen zu verehren. Wahre Namen prägen. フォエスメイマ、ルズドーシブレレイ、ハクディムユーバ、ルビーユーユクマ。フォエスメイマ、ルズドーシブレレイ、ハクディムユーバ、ルビーユーユクマ。じゃあ、いきなりなに？それこっちのセリフ。ライラと契約した時、3秒で覚えろって超早口で叩き込まれたんだよ。おかげで頭から消えないし。あの時は緊急だったもので、つい。時々強引だからね、ライラって。 Was?
Okay. エリクシールが売られてるって。ああ、ハイランドとローランスの貴族の間でエリクシールが流行ってるんだと。けど、あれは普通に出回るもんじゃない。教会が管理してるはずだろ。その教会のお墨付きで売られてるって話だぜ。結構な効き目でな。長寿の妙薬ってもっぱらの評判だ。すごいじゃねえか。もっとすごいのは値段でな。金持ち貴族しか手が出せない代物だってよ。 Bin gut, die ganzen Sachen, die ganzen Gespräche von den Dorfbewohnern, Stadtbewohnern, alles so links nur angezeigt wird, damit man nicht mit jedem einzelnen sprechen muss. Bin ich jetzt mal nicht schlecht gemacht. Hey, also Kind, sprich mit mir. Der Lehrling meines Opas arbeitet schon wieder an einer anderen Sache. Ein Handwerker zu sein ist offenbar mehr Arbeit als Spaß. Ja, cool Story, Bro. Der kann man unterm egal. Okay, dann möchte ich mal ganz kurz im Heiligtum vorbei schon, außer wir können hier noch den Rest abklappern. Ich glaube, da gehen wir erstmal den Rest abklappern, ne? Ich komme auf dich zurück, Heiligtum. Ne. Silbertruhe, her damit, her damit, her damit. Und Kräuter, her damit, her damit, her damit. Ich habe noch kein einziges verbraucht, fällt mir gerade ein. Madeleine, ja. Und da ist eine Quest. Nein. Diejenigen, die getötet wurden, waren alle fromme Anhänger der Kirche und die Art, wie sie gestorben sind, ach, es ist fast schrecklich, zu schrecklich für Worte. Ihre Kehlen einfach herausgerissen, wie durch eine unmenschliche Weste. Ich sage dir, die Seraphine haben uns den Rücken gekehrt und also wir müssen den Preis dafür zahlen. Wir haben schon einige Ausrufezeichen Dinge hier abgeklappert, aber jetzt dadurch irgendwelche Quests aktiviert werden, keine Ahnung. Ich möchte ja nicht verpassen. Weil ist ja auch so eine Tradition in Tales of Spinner, die meisten Quests immer nur für kurze Zeit verfügbar sind. Und deswegen verpassbar sind. Das ist doof. So, hier muss aber irgendwas sein, oder? Der Quest. Margaret, diese garstige kleine Dämonenkind, ist ja klar, dass sie herum erzählt hat, es gäbe keine Seraphim im Heiligtum? Der muss mal jemand beibringen, was mit dem passiert, die einen solch schädliche Blasphemie von sich geben. Ah, ist ja eine Goldruhe. Sieht irgendwie nicht so aus. Und wird sie auf einmal dunkler? Zwar, dass die Leute von Mallory keine Kräuter mehr sammeln können, weil die Tiere dort so angriffslustig geworden sind. Deswegen schade, die Kräuter in diesem Wald sind von erstklassiger Qualität, das sagt jeder. Aber wenn das Sammeln wieder geht, dann sag mir bitte Bescheid. Ich sorge dafür, dass du die besten Kräuter bekommst. Okay, ich nehme an, am Ende des Spiels können wir Kräuter bei denen kaufen. War bestimmt Foreshadowing. Oh, noch eine Quest. Das macht drei. Das läuft mir altkalt den Rücken runter. Ein Serienmörder in unserer Mitte und noch immer keine Aussicht, dass sie den Schuldigen fassen. Der einzige Hinweis bisher ist, dass die Morde immer an mondhellen Nächten stattfinden. Okay. Dort wird wahrscheinlich noch mal irgendwann zurückkommen, nehme ich an. Hm? Ach so, das ist da am Heiligtum, deswegen war ich da noch nicht, oder? Ja, ich kann da theoretisch auch jetzt schon hingehen, okay. Ignorieren wir noch mal ganz eiskalt das Heiligtum, außer ich werde direkt dahin katapultiert. Nein, werde ich nicht, okay, Gott sei Dank. Und da war ein Monolith. Seelenkette, Möglichkeiten, deine SK optimal zu nutzen. SK umhalten, damit die Wiederherstellung hoch bleibt. Abwehr von feindlichen Angriffen, Schwäche angreifen. Objekte mit hohem Fokus ausnutzen. Okay. Cool Story. Da schon wieder da Truhe ich öffnen kann, ne? Ne. Früher wurden die immer auf der Karte angezeigt. Warum werden die jetzt nicht mehr angezeigt? Da, das kann ich aber öffnen. Melancholie, krach, okay.
Sehr gut. Weil das nur sehr wenig mehr gibt als das. Ein bisschen an Ausrüstungssachen habe ich natürlich auch geändert. Erdbeerwaffel. Lecker, oh, hier ist ein Friedhof. Und da ist ein Monolith. Seraphische Arts. Die meisten seraphischen Arts haben ein höheres Art. Wenn du zum Beispiel Eistanz als höhere Arts Doppelsturm erlernst, erhältst du die Kampfaktion Ladungszauber. Ist zwar ein seraphisches Art mit Kreis, nachdem du es gewählt hast, kannst du mit dieser Aktion stattdessen mit X ein höheres Art wirken, das du erlernt hast. So kannst du deine Atemzungen in die Kampfsituation anpassen. Was? Okay, tun jetzt hier auf die Grundsteuerung basieren. Die Standardsteuerung, ohne dass man die geändert hat. Das nervt. Hat so nur was zu essen machen, damit man nicht verhungern muss. Ja, irgendwann den Herrscher des Landes irgendwann mal geben, wenn ich mal wieder einen habe. So haben wir jetzt ja alles 10 Minuten. Wir haben erstmal die Stadt erkundet. Okay, so muss das. Dann weiter. Nee, da lang. Lass mich eintreten. Ich bin Hirte. Okay. Wer war das? こんにちは。お邪魔します。ちょ、また見えないのに声がするとか。 いないっぽいの。お化けが?カゴ天族が。さっきの司祭を見れば想像つくけど。あれ、ほんと、あいつ見てもほんと。で、どうするの?カゴする天族を探す。けど、手がかりもないしな。スレイさん、必ずしもカゴの復活にこだわらなくていいんですよ。いいのかも。 いいんじゃないか。ここは汚れは多くないようだし。いや、なおだ。スレイ一人で世界を救えるわけもないんだから。はい。肝心なのはスレイさんが見識を広め、力を育むことですわ。サイカの剣士に対するためにだね。尾行にも気づけないようじゃ先は長そうだな。こんなところで何者と話している。 ああ、ガッ。大通りの酒屋に急いでいたのではないのか。何と言ったか。あ、はい。ボリス・シュローです。ラストンベルにそんな店はない。こいつは一人だ。眠らせてとっとと行くぞ。ふっ。待って。逃げてるのか。違う。ただの腕の立つ人間よ。 スレイ、人間同士でよろしくね。え?そういうもんなの?これは人間の問題だからね。外へ出よう。Oh Mann. Wenn wir nicht mal in der Kirche eine Runde beten gehen. あざむいたことは謝ろう。その上で改めて。 Kikora-の正体を教えてもらおうか. Sergei. Sogar ich kann sehen, wie hart er trainiert haben muss, um mit dem Schwert solche Fähigkeiten zu erlangen. Ein klassischer Schwertkampf, immer schön auf der Hut sein zu schlagen, wenn sie eine Möglichkeit bietet. Scheint es nicht so krass zu sein. So ging irgendwas anfällig. Körperlich. Fristat. Du kannst auch Schallstoß. Vielleicht dürfte er zu schaffen sein. Was?
Au, wat? Buff. Oh Gott. Ganz ruhig in der Kuppel. Oh, Sword Rain. Da kommst doch mal näher, ist ja sehr nett. Sehr gut. Ich habe das Gefühl, man konnte den Kampf auch verlieren. Das ist jetzt egal. やはり剣門の時のあれを。セルゲイさん、嘘ついてごめん。こちらこそ比例をお詫びします。同志。え？剣を交えれば相手の力はわかる。名を聞かせてもらえるだろうか。スレイ。同志スレイ。貴公の力を貸してもらえないだろうか。ローランス帝国のために。 ローランスは同志を警戒してるって聞いたけど。そうだ。騎士団はフォートン枢機卿同様の力を持つという理由で危険視し、教会はフォートン枢機卿を脅かす存在として異端扱いしている。枢機卿ということは教皇に次ぐ教会のナンバー2ですよね。妖帝の補佐として実際に帝国を仕切ってる人。いかにも。 そして同志と同じ奇跡を体現すると言われているものか。同志と同じって。どういうことですかな。騎士が勝手に聖堂に立ち入るとは、まさか我が信者にフォートン枢機卿の悪口を吹き込んでおられるのか。司祭殿、そんなこと。問答は無用。出て行っていただきましょう。 Den soll dieser Pisser weg ist. Damit meine ich nicht den Ritter. Erfahrung null. Dass Roland seinen eigenen Hirten hat? Das ist möglich, aber hör zu, ich habe einen Rat für dich. Die werden sicherlich mehr als nur ein paar Betrüger begegnen, die vorgeben, Hirten zu sein. Lass dich nicht täuschen. Gleich hatten wir einen Symphonia auch, ne? Wo sich andere als die Auserwählte ausgegeben haben. Also ja, hi Pisa. Zeichnung uns ein anderes heiliges Gebiet, das von Seraphim bewohnt wird. Ungehöriges Betragen und Lärm sind hier nicht gern gesehen. Entschuldigung. Ich bin im Park. Eigentlich gut, der hatte die ganzen klassischen Tales of Angriffe. Park, ach ja, da, okay. Kein Skit. Vielleicht sollte ich mich heilen. Im Inn. Wegen Skits und so. Vielleicht gucke ich da mal im Speicherpunkt, ob da irgendwas noch ist. Nein, okay. Dann halten wir uns mal ganz kurz und dann gehen wir in den Park. Burge, ich kann das nicht aussprechen. ねえねえ、遺跡探索マニアになったのはどっちの影響なの？どっちが先かなんて覚えてないな。スレイに連れ回されたのが先だろ。どう考えても遺跡のお宝に興味を持ち始めたのはミクリオが先だったよな。探索の実績として目に見える目標を掲げただけだ。うん、一つ分かったことがあるよ。何？私は興味ないってことが。聞いておいてそれか。
Warum fragst du denn dann? Okay. Hat ein Talent entdeckt, Schatzdetektor. Was? Okay. Talent. Okay. Ich spüre Schatz und Kräuter auf. Wegen dem Skit oder? Weil ich jetzt da übernachtet habe. Ich nehme an wegen den Skit, ne? Ist auch mal cool. Ich kann selbst so Dinger erlernen. Geschatzdetektor brauche ich jetzt nicht so. Aber okay. Tut mir so auf Snackzubereitung, apropos. Okay. Bei ihr bin ich immer am Wechseln wegen Gesundheit und Snacks. To kill Snacks. Na, was will denn der von uns? Wahrscheinlich reden wir mit dem und da müssen wir noch mal übernachten, ne? Das haben wir doch schon mal. その騎士団と教会も高度はなかったのだ。教皇様？教皇マシダラ様は先代皇帝陛下も信頼された人徳厚き方だ。あの方のご命令なら騎士団も喜んでしたが。だったってことは一年前に行方不明になってしまった。その混乱に乗じたかのように。 フォートンが台頭し、あっという間に権力を掌握してしまったのだ。枢機卿が教皇に何かしたって考えてるんだ。証拠はある？いや、騎士団の総力を挙げて捜索したが、手がかりはつかめなかった。だが、枢機卿の周辺を探った騎士が行方不明になっている。18人。怪しすぎね。認めたくはないが。 枢機卿に対するには我らにない頂上の力が必要らしい。同志スレイ、恥を承知で頼みたい。枢機卿の正体を探ってもらえないだろうか。さっき、私は神殿の教会だよね。普通の人が入れない神殿があるっていう。そうだ。立ち入りの許可についてはこちらで手を回せる。 分かった。枢機卿に会ってみるよ。ボイナーズ、どうだい。片付けない。自分は先行して手はずを整える。奥方もさぞご主人が心配だろう。許されよ。<笑>ではペンドラゴで到着したら騎士団島まで足を運ばれたい。夫婦っていうことは信じてるのか。変な人だな。 純粋な方なのですね。純粋なバカだ。 Na, war gut. Ich stimme jetzt Daisel nicht zu, aber der war jetzt gut. Top-Plätzchen. Ja, Ritter gegen Kirche. ローランスの騎士団と教会って人を守るための組織だのに。人が集まればどうしても集団の意識が芽生えてしまいます。それが組織の力となる場合もありますが、強い汚れを生み衝突を起こすことの方が多いのです。戦争とかだね。最大のものはそう。教会と騎士団の対立も 小さな戦争と言えるでしょう。戦争、すなわち人の歴史である。俺は関わらない方がいいのかな。スレイさんはどう思いますか。俺は知りたい。ひどい現実だとしても、それも世界の一つだと思うから。でしたら参りましょう。スレイさんの旅なのですから。俺と俺を信じてくれるみんなの旅だよ。 はい、まあ、ストンプにみじん、今のおげ。なんかものすごい音がするんだが、ロゼは一体何をしているんだ。おやつを作っている。ジッパ、あ、え、さ、にジッパ？大丈夫か？何があった？平気平気、バタークッキー作ってて失敗しただけ。失敗という以前に作り方そのものに問題がありそうだ。
そもそもバタークッキーを作るのにどうしてダガーやソロバンが必要になるんだ。かき混ぜたり生地を伸ばしたり型を抜いたりいろいろ使えるっしょ。どうすればそんな使い方を思いつけるんだ。そう？すっごく使いやすいけどな。今までこれで作れてたし、今回はたまたまミスっちゃったけど、さて片付けますか。今回はたまたまだそうだけど。俺に聞くな。じゃあ質問を変えるよ。どうするつもりなんだい。聞くな。Diesel und die Hunde, okay. Ich würde aber sagen, ich beende den Part hier, bevor mir noch mehr von Skits zugeschüttet werden. Ich bedanke mich allen als Zuschauer und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.